Hallo liebe Studierende, im Corona-Wintersemester 2021. Mein Name ist Michael Schmidt, ich halte die Vorlesung Einführung in die physikalische Chemie. Nicht nur dieses Semester, ich halte die immer, weil es macht mir einfach Spaß, die Erstsemestervorlesung zu halten. Und natürlich ist dieses Jahr einiges anders als in den Vorjahren und ich werde euch die Regeln, die sich geändert haben und die gleich geblieben sind, ein bisschen kommunizieren. Ich habe versucht, die Vorlesung so zu konzipieren, dass sie so nah wie möglich an dem ist, was ihr normalerweise bekommen würdet. Deswegen habe ich mich hier in einen ganz kleinen Hörsaal gestellt. Tu so, als wärt ihr, mein Publikum, alle vorhanden und jubelt mir zu. Es ist ein Publikum, nur eine Doktorandin von mir da, die Regieassistenz übernommen hat. Und ich muss es mir halt einfach vorstellen, dass ihr da seid. Wir schalten dann immer zwischen den Folien und meiner Ansicht hin und her, je nachdem, ob ich was an die Tafel schreibe oder ob die Folien gerade wichtiger sind. Gibt es dazu noch was zu sagen? Achso, die Folien, die habe ich euch bereits im Elias hochgeladen. Und die stehen da als PDF und als PowerPoint-Präsentation zur Verfügung. Tut mir bitte einen Gefallen und druckt diese Folien nicht aus. Das macht überhaupt keinen Sinn. Dafür habe ich es euch als PDF zur Verfügung gestellt. Schaut euch die auf eurem Endgerät an. Der Grund ist mehrfach. Ja, wir wollen Ressourcen sparen und es macht keinen Sinn, so eine Vorlesung einfach auszudrucken, wenn ich sie auf dem Rechner so gespeichert habe. Und der zweite Punkt, ich ändere öfter mal Dinge. Ich habe euch schon das ganze Kapitel 1 hochgeladen. Aber vielleicht möchte ich in der zweiten Stunde noch was zusätzlich machen oder irgendwas weglassen. Und dann ändert sich das und dann druckt ihr wieder alles aus. Also bitte tut es nicht. Guckt euch das auf dem PDF an. Ihr könnt mit Annotations im PDF auch Kommentare reinschreiben. Sollte alles kein Problem sein. So, jetzt schauen wir mal. Die physikalische Chemie ist meistens so ein bisschen erstmal in der Schule stiefmütterlich behandelt. Also organische Chemie, anorganische Chemie, weiß man mehr oder weniger, was da passiert und was gemacht wird. Aber die Frage ist, was ist physikalische Chemie? Und die einfachste Definition ist, es beschäftigt sich mit der Anwendung physikalischer Gesetze auf chemische Probleme. Und somit liegt diese Vorlesung im Grenzbereich zwischen Chemie und Physik, ist ja klar, sagt der Name schon. Und eigentlich im Grenzbereich zur Molekülphysik hin. Die Molekülphysik ist ein Teilgebiet der Physik und der chemischen Physik. Die chemische Physik ist auch ein Teilgebiet der Physik. Also die physikalische Chemie ist eher in der Chemie beheimatet, die chemische Physik ist eher in der Physik beheimatet. Die Aufgaben und Themen, die behandelt werden, sind weitgehend überlappend. Mit was für Themen setzt sich denn physikalische Chemie auseinander? Da ist einmal die Eigenschaft der Materie. Und das klären wir auf durch Spektroskopie, also Wechselwirkung von Materie mit Licht. Licht muss nicht sichtbares Licht sein, wir haben alle möglichen Frequenzbereiche, Wellenlängenbereiche zur Verfügung. Und wir werden darüber sehr viel machen. Ein großer Teilbereich der physikalischen Chemie ist die Elektrochemie. Das werden wir in der Grundvorlesung jetzt hier, also in der Einführung, überhaupt nicht behandeln. Die weiche Materie ist auch was, was nicht behandelt werden wird. Geschwindigkeit und Mechanismus chemischer Reaktionen, das ist sehr wichtig und das wird auch ein großer Teil dieser Vorlesung ausmachen. Und schließlich die Energetik von chemischen Reaktionen, also die Thermodynamik, wird auch einen großen Teil der Zeit einnehmen. Also sagen wir mal, die Hauptteilbereiche sind Wechselwirkung von Licht mit Materie, Spektroskopie, chemische Reaktionen, wie schnell laufen sie ab und chemische Reaktionen, wie ist ihre Energetik. Die physikalische Chemie ist ein extrem aktuelles Themengebiet. Und nun ja, ich bin Mitglied der Scientists for Future und in dieser Funktion befasse ich mich sehr viel mit Atmosphärenchemie. Und Atmosphärenchemie, der Treibhauseffekt, die Klimakrise, das ist ein Hauptarbeitsgebiet auch der physikalischen Chemie. Die Kinetik, wie schnell bildet sich irgendwas? Das ist wichtig für
das für die Ausbildung des Ozonlochs. Ja, beim Ozonloch kommt es ganz dramatisch darauf an, wie schnell sind Abbauprozesse des Ozons im Vergleich zu seinen Aufbauprozessen. Die Luftverschmutzung, da braucht man sehr viel Spektroskopie, um überhaupt sehr genau messen zu können, wie viel Stickoxid ist in der Luft, wie viel Ozon ist in der Luft, wie viele Hydroxyradikale, OH-Radikale sind in der Atmosphäre. Aber auch die Kinetik. Ja. Bei der Smogbildung kommt es darauf an, die Bildung gewisser Zwischenprodukte zu hemmen. Und das führt dann dazu, dass tatsächlich die Smog-Ausbildung gehemmt werden kann. Dann ist die physikalische Chemie bei der Entwicklung neuer Energiespeicher wichtig. Das können einerseits die Thermodynamik sein, ja, auf der anderen Seite auch die Elektrochemie mit neuen Batterien, neuen Akkus. Katalysatoren, Oberflächenchemie ist ein Arbeitsgebiet der physikalischen Chemie und die Wirkstoffentwicklung in der pharmazeutischen Industrie wird heute ganz stark angetrieben von quantenchemischen Rechnungen, theoretische Chemie. Jetzt ist hier in Düsseldorf die theoretische Chemie, die physikalische Chemie organisatorisch getrennt. Es gibt ganz viele Universitäten, da wird das zusammengelehrt und zusammenbehandelt. Also auch da ist zwischen theoretischer Chemie und physikalischer Chemie ein großer Überlapp gegeben. So, um zu zeigen, wie akut oder wie aktuell dieses Thema ist, habe ich euch hier mal eine Liste gemacht mit Nobelpreisen der physikalischen Chemie. Jetzt gibt es natürlich keinen Nobelpreis für physikalische Chemie, es gibt nur den Nobelpreis für Chemie und den Nobelpreis für Physik. Und ich habe einfach mal die rausgesucht, die entweder von Physikochemikern erhalten wurden oder die physikochemische Themen behandelt haben als Physiker. Und interessant, gleich der allererste Nobelpreis, 1901 war der erste Nobelpreis, der vergeben wurde, ging an den Physikochemiker, nämlich an den Van Tocht. Und das ist eine der Gleichungen, in Rot habe ich euch markiert, Dinge, die wir auch in dieser Vorlesung schon besprochen werden, die Van Tocht-Gleichung und der osmotische Druck. Also Van Tocht hat den Nobelpreis für den osmotischen Druck bekommen. 1903, Svante Arrhenius. Arrhenius, den werden wir kennenlernen über die Arrhenius-Gleichung, das ist eine kinetische Gleichung, aber dafür hat er den Nobelpreis nicht bekommen, sondern für die elektrolytische Dissoziation. Arrhenius ist aber in einem anderen Kontext im Moment sehr aktuell. Er war einer der ersten, die tatsächlich die Funktion oder die Rolle, die CO2 im sogenannten Treibhauseffekt bei der Erwärmung der globalen Durchschnittstemperatur spielt. Er war nicht der Erste, der vermutet hat, dass CO2 da eine Rolle spielt. Da waren Tyndall vor ihm und da war vor allen Dingen eine amerikanische Physikerin, Eunice Foote, vor ihm, aber er war der Erste, der das quantifiziert hat. Dann haben wir Ostwald, Katalyse-Reaktionsgeschwindigkeiten, ganz wichtiges Thema, behandeln wir auch hier. 1918, am Ende des Zweiten Weltkriegs, Fritz Haber für das Haber-Bosch-Verfahren. Interessanterweise hat der Bosch den erst sehr viel später bekommen, 1931, haben wir hier auf der Folie. Dann 1920 Walter Nernst, 32 Longmuir, ich gehe jetzt nur noch die. Linus Pauling war ein sehr wichtiger für die chemische Bindung, auch da werden wir sehr ausführlich drauf eingehen. Hinzelwood für Mechanismus und Kinetik der, von Elementarreaktionen. Die Radiocarbon-Methode werden wir in der Kinetik ausführlich behandeln, dafür gab es 1960 den Nobelpreis. Mannequin für die chemische Bindung. Manfred Alten 67 für extrem schnelle chemische Reaktionen. Extrem schnell heißt, die so schnell ablaufen, dass sie mit üblichen kinetischen Verfahren nicht mehr messbar sind. Er hat damals die Zeitskala in den Nanosekundenbereich geschoben. Muss man jetzt natürlich sagen, von heute ausgeht, ja, wir haben im Moment, wir verlassen schon den Attosekundenbereich, das heißt, wir sind sechs Größenordnungen kürzer geworden, aber für die damalige Zeit war die Aufklärung der Geschwindigkeit der Rekombination von Hydroxidionen und Hydroniumionen, also H3O plus und OH minus, gibt zwei Wasser, das geht extrem schnell. Er konnte die Geschwindigkeit
dieser Reaktion als erster messen und hat dafür auch den Nobelpreis bekommen. Dann Bronsager, tatsächlich für thermodynamische Themen, ganz wichtig für uns, Herzberg, Spektroskopie von Radikale. Gerhard Herzberg ist gebürtig Deutscher gewesen, musste vor den Nazis fliehen und ist nach Kanada gegangen und dort auch eingebürgert worden und hat dann 1971 den Nobelpreis für die Spektroskopie von Radikalen, also von kleinen radikalischen Molekülen bekommen. Sehr wichtig, 1995 der Nobelpreis an Molina, Krützen und Sherwood Rowland. Ich habe jetzt hier hingeschrieben, Ozonloch. Die haben natürlich wesentlich mehr gemacht. Die haben die ganzen Mechanismen aufgeklärt, die erstmal zur Bildung der Ozonschicht führen und haben dann festgestellt, dass es chemische Substanzen gibt, nämlich die Chlorchlorkohlenwasserstoffe, die diese Ozonschicht abbauen. Und die haben da eine große Bewegung in Gang gesetzt damit. Und wir werden da über diese Erkenntnisse auch noch ausführlich in der Vorlesung reden. Dann 96, ganz bekannt, das Buckminster Fullereen, Buckyballs, Morley, Curl und Rice. 2007 Gerhard Ertel für Katalysechemie, das ist am Fritz-Haber-Institut in Berlin durchgeführt worden, sind diese Untersuchungen. Achso, vergessen, 1999 Ahmed Zewail für die Femtosekundenchemie. Ja, da waren wir dann auf einmal schon drei Größenordnungen schneller wieder. 2014 hat Stefan Hell aus Göttingen für die Stimulated Emission Depletion Mikroskopie den Nobelpreis bekommen. Und 2019 gab es den Nobelpreis, auch das würde ich der physikalischen Chemie, Elektrochemie zuordnen, für den Lithium-Ionen-Akku. Also wir sehen bis heute ganz aktuell und eigentlich eine unglaublich große Anzahl an Nobelpreisen, die in die physikalische Chemie gegangen sind. So, und ich habe euch gesagt, ich werde ein bisschen darauf eingehen, was wir diesmal anders machen werden. Und ich habe euch auch schon gesagt, das meiste wird eigentlich gleich bleiben. Die Vorlesung ist zweistündig und wir teilen die genauso ein, wie wir das gemacht haben oder machen würden, wenn sie im Hörsaal stattfindet. 45 Minuten Vorlesung, 15 Minuten Pause, dann wieder 45 Minuten Vorlesung, 15 Minuten Pause und dann 45 Minuten Übung. Da ist jetzt der einzige Unterschied, da ich die Übungen, das sind sowieso nur Vorrechenübungen. Also auch in Präsenz würden die nicht anders stattfinden. Das hat uns damals die Akkreditierungskommission so diktiert. Wir wollten eigentlich Übungen machen, die er hier ausführt, aber wir haben festgestellt, dass der Workload im ersten Semester schon zu hoch sei und dass es nicht zuzumuten sei, auch noch Übungen zu machen. Und dann haben sie sich nur damit bereit erklärt, dass wir diese Übungsaufgaben vorrechnen und ihr es quasi nur rezipiert. Insofern, auch das ist online eigentlich kein Verlust. Ich werde diese Zeit auf 30 Minuten kürzen und werde im Anschluss an die 30 Minuten noch 15 Minuten eine WebEx-Konferenz machen. Dafür bekommt ihr den Link von mir zugeschickt. Den müsstet ihr jetzt schon, wenn ihr das seht, auch haben. Und da könnt ihr euch zuschalten und könnt Fragen stellen. So, es gibt noch eine zweite Möglichkeit, wie ihr Fragen stellen könnt. Und das ist eigentlich sogar eine Verbesserung der Online-Vorlesung. Normalerweise könnt ihr zwischenrein fragen. Da gibt es jetzt zwei Probleme. Zum einen habe ich das im Konzept gebracht. Ich bemühe mich trotzdem, Fragen zu beantworten. Zum anderen trauen sich viele gar nicht, mitten in der Vorlesung auch einmal was reinzufragen, obwohl die Frage doch ziemlich akut ist. Und wenn man wartet bis zum Ende, dann hat man es einfach vergessen, was man fragen wollte, oder man traut sich es dann immer noch nicht. Ich habe diese Veranstaltung ja in YouTube, und wenn ihr die jetzt seht, wisst ihr das auch, als Premiere gestartet. Premiere hat den großen Vorteil, auf der rechten Seite des Videos, was ihr seht, läuft der sogenannte Top-Chat mit. Und in diesem Top-Chat könnt ihr jederzeit Fragen reinschreiben. Ich kann natürlich nicht während der Vorlesung die gleich beantworten, aber die werden gesammelt. Und in der WebEx-Konferenz hinterher beantworte ich in erster Linie mal die Fragen, die in der Vorlesung aufgelaufen sind.
Und dann könnt ihr aber während dieser WebEx-Konferenz auch noch eigene Fragen stellen, die euch erst hinterher eingefallen sind. Oder wenn ihr Fragen zum Ablauf habt, macht ihr das vielleicht direkt in der Konferenz. Auch zu dieser WebEx-Konferenz noch was. Wenn ihr jetzt nicht irgendwo in einem Wohnheim sitzt, wo die Bandbreite sowieso unglaublich stark begrenzt ist, dann bitte ich euch, macht die Kamera auf. Macht zwar das Mikrofon zu, dass ich nicht alles höre, aber ich finde es extrem unbefriedigend, einfach nur Kacheln mit zwei Buchstaben gegenüber zu haben. Ihr seht mich auch, ich mache auch in der Diskussion mein Video an, also tut mir den Gefallen, okay, wer es gar nicht will und wer noch im Schlafanzug da sitzt, ist auch okay, aber es wäre schon schön, wenn mindestens die Hälfte von euch für mich auch zu sehen wäre. Ja? Also es ist für mich schwer genug, hier nur in die Kamera reinzuquatschen. Die Vorstellung, dass hier jetzt 300 Leute sitzen, fällt mir in diesem kleinen Seminarraum einfach schwer. Und das würde mir ein bisschen helfen, wenn ich wüsste, da stecken auch wirklich Gesichter hinter diesen Kacheln, die ich da sehe. So, das war dieser Punkt. Ich glaube, ich habe hier... Achso, nee, genau, eine ganz wichtige Sache. Wenn ihr es mal nicht schaffen solltet, Donnerstag um 10.30 Uhr einzuschalten, ist noch nichts verloren. Die Vorlesung bleibt hinterher auf meinem YouTube-Kanal online und ihr könnt es euch jederzeit wieder anschauen. Auch da als Tipp, man kann natürlich die hinterher noch ein zweites Mal anschauen. Wenn man irgendwo was nicht richtig verstanden hat oder so, spult man dahin und guckt sich den betreffenden Teil nochmal an. Das sind alles Möglichkeiten, die ihr jetzt im Online-Semester habt, die ganz klar in der normalen Präsenzvorlesung hier so nicht möglich wären. Also so beschissen, wie die Situation im Moment auch tatsächlich sich darstellt, am Lehrerfolg von Vorlesungen muss sich gar nichts ändern, wenn wir ein bisschen auf die Art einwirken und im Gegenteil, ich habe sogar bei manchen Formaten jetzt das Gefühl, die bringen euch Vorteile, ja? Wie zum Beispiel eine Lehrveranstaltung einfach nochmal abrufen zu können. Die Möglichkeit habt ihr in normalen Semestern einfach nicht. So, die Übungen sind deswegen für euch ganz interessant, weil ihr wisst ja, am Ende der Vorlesung wird eine Klausur geschrieben. Und ich muss mir jedes Mal Klausuraufgaben ausdenken und es ist eine Einführungsvorlesung, die sollte natürlich auch nicht zu schwer und nicht zu anspruchsvoll sein. Und deswegen haben wir uns zur Regel gemacht, in etwa 50% der Aufgaben in der Klausur aus den Übungsaufgaben zu nehmen. Das heißt jetzt nicht, dass ich die ganz genau 1:1 übernehme, aber sehr viel mehr als Zahlenwerte oder auch mal die Reihenfolge von verschiedenen Teilen in Aufgaben werde ich nicht ändern. Wer also diese Übungsaufgaben immer nachvollzieht und sich anguckt, wie ich die hier vorrechne und es verstanden hat, hat mindestens schon 50% der Klausur im Sack. Und das heißt, 50% ist die Grenze zum Bestehen. Alles darüber hinaus ist Kür, ja, um die Note zu verbessern. Insofern macht diese Übungen mit, es bringt euch tatsächlich was. Die andere Hälfte wird sich aus der Vorlesung rekrutieren und da rechne ich zwischendurch auch während der Vorlesung, wenn sie genau reinpassen, auch manchmal Beispiele. Damit ihr das auch erkennt, habe ich euch die blau markiert, so wie hier in diesem Wort Beispiel. Wenn ihr also irgendwo blau markiert Beispiel und dann kommt eine Aufgabe, dann seid gewahr, die könnte unter Umständen in der Klausur drankommen. Ja, die würde dann sozusagen die zweiten 50% ausmachen. Es sind immer 12 Aufgaben in der Klausur, jede Aufgabe gibt 10 Punkte, 120 Punkte für 120 Minuten. Ja, das ist sozusagen das übliche Raster, wie man Punkte hier vergibt. Das galt jetzt für die Chemiestudierenden. Für die Wirtschaftschemiestudierenden ist es ein bisschen anders. Für die ist ja dieses Modul PC0 zusammengefasst worden mit dem Modul Mathematische Methoden von dem Oliver Weingart. Und ihr bekommt aus diesem Teil hier nur 6 Aufgaben, a 60 Minuten. Aus dem Teil von Oliver mit den mathematischen Methoden 6 Aufgaben zu 60 Minuten. Und eure Note setzt sich dann aus diesen beiden Teilen zusammen. Also aus PC0 und aus mathematischen Methoden für Wirtschaftschemiker. Insgesamt schafft ihr natürlich damit auch 120 Minuten und die Bedingungen sind für beide gleich. Die Biochemie-Studierenden, für die ist es nur eine Präsenzveranstaltung, das heißt, die müssen keine Klausur schreiben und
Das ist deswegen angeboten worden, weil die Vorlesungen im dritten Semester, die Grundlagen der physikalischen Chemie, die nehmen sehr viel Bezug auf diese Vorlesung. Und das ist ein Pflichtmodul auch mit Klausur für die Biochemiker. Und damit die diese Grundlagen mitnehmen können, ist es für sie eingeführt worden, aber es waren einfach die möglichen Credit Points fürs erste Semester für die Biochemiker schon aufgebraucht. Deswegen keine Klausur, aber die Inhalte der Vorlesung sind für euch halt auch wichtig. So, ich glaube, jetzt habe ich alles, ich gucke gerade mal Richtung Marie. Das war immer das, was wir so gemacht haben. Also wie gesagt, vor der Kamera vergisst man auf einmal unglaublich viel. Und ja, deswegen versichere ich mich da auch immer mal wieder. Ich fange nicht gleich mit der Vorlesung an, sondern es ist eine Woche, in der viele Entscheidungen in Richtung Klimakrise fallen, in der es Stellungnahmen gibt, in der es sehr viele Online-Veranstaltungen von Universitäten gibt. Und ich mache mal einen kleinen Einschub, um zu zeigen, wo die Physikochemie tatsächlich in den Bereich der Klimakrise Beiträge leisten kann. Und das Erste, was ich hier zeigen möchte, jetzt hoffe ich, dass es losläuft, das ist die Temperaturentwicklung auf der Erde. Und ja, je röter so ein Strich ist, umso höher ist die Temperatur. Wir sehen, das ist über die einzelnen Kontinente sortiert und da am Rand stehen die Länder. Wir sehen, dass so in etwa ab dem Jahr 2005 eigentlich nur noch rote, also zu warme Jahre auftraten. Also diese schöne Grafik, die läuft jetzt nur bis 2016. Aber wir sehen, dass auf allen Kontinenten die mittlere Temperatur dramatisch zu hoch gewesen ist. Ja, und das ist das, was man am Anfang ja, der Beobachtungen als den Klimawandel bezeichnet hat. Klimawandel ist ein Wort, was das nicht richtig beschreibt, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Das Klima hat sich schon immer gewandelt. Das ist ein Argument, was von Klimawandelleugnern sehr gerne verwendet wird. Die sagen, ach, das Klima hat sich schon immer geändert, und wir hatten Eiszeiten, wir hatten Warmzeiten. Das ist vollkommen richtig, aber es geht hierbei um die Geschwindigkeit, mit der sich das Klima wandelt. Und das ist auf geologischen, also paläohistorischen Zeitskalen viel, viel, viel langsamer, um Größenordnungen langsamer gewesen, als das, was wir jetzt anthropogen, also menschengemacht, hervorrufen. Und da liegt der große Unterschied. Ja, also wir sollten von dem Begriff Klimawandel weggehen und es als das benennen, was es ist, nämlich eine Klimakrise. Und ihr sitzt jetzt zu Hause oder irgendwo, wo ihr Online-Möglichkeiten habt, und müsst diese Vorlesung von zu Hause sehen, weil wir in einer anderen Krise sind. Ja, wir sind in der Covid-19-Krise. Und ganz am Anfang war ja, der Aufruf flatten the curve, ja, also die Fallzahlen so niedrig zu halten, dass unser Gesundheitssystem davon nicht überlastet wird. Und wir dürfen einfach nicht außer Augen verlieren, dass der Anstieg, den wir wirklich abflachen müssen, der globalen Temperatursteigerung ist. Und der wird direkt hervorgerufen durch die sogenannten Treibhausgase. In erster Linie im Moment CO2, aber auch genauso wichtig Methan. Genauso wichtig, nein, nicht ganz genauso wichtig, aber auch sehr wichtig Stickoxide. Und wenn wir es nicht schaffen, diese Kurve abzuflachen, dann wird die Anzahl von Toten, selbst weltweit gesehen, aufgrund von Covid verschwindend geringen Ausfallen gegenüber dem, was wir durch die Klimakrise zu erwarten haben. In einem zu heißen Sommer sterben in Europa jetzt schon jährlich tausende Leute durch den Hitzestress. Ja? Auch da hört man dann von Klimaleugnern genau dasselbe Argument, und lustigerweise sind die auch ganz häufig personell überlappend mit Corona-Leugnern. Dieses Argument, die Leute sind ja gar nicht an Corona gestorben, die sind mit Corona gestorben. Und da sterben die Leute jetzt auf einmal nicht
an der Hitze, sondern die wären sowieso gestorben und die Hitze hat sie dann nur noch ein bisschen beschleunigt. Ich finde es eine außerordentlich zynische Sichtweise der Sache. Und natürlich ist es so, dass Menschen auch ganz direkt durch den Klimawandel sterben. Im Moment vielleicht noch nicht bei uns, aber wenn wir global sehen, gibt es Gegenden, die durch den Klimawandel oder durch die Klimakrise dermaßen stark betroffen sind, dass dort heute schon ganz akut Menschen davon bedroht sind. Und die Darstellung von der Temperaturentwicklung ist sehr schön hier in diesen sogenannten Warming Stripes. Die Warming Stripes sind von Ed Hawkins ja, konzipiert worden als grafische Darstellung. Ihr könnt euch die runterladen für jeden beliebigen Ort der Erde. Die stellen es so dar, weiß würde genau der Durchschnittstemperatur entsprechen, blau in den verschiedenen Schattierungen nach dunkelblau hin zu tiefen Temperaturen, rot in den Schattierungen zu dunkelrot zu hohen Temperaturen. Was man hier, das ist die globale Durchschnittstemperatur hier, sieht, es ist klipp und klar deutlich zu warm die letzten 20, 30 Jahre. Davor haben wir so den Durchschnitt noch ganz gut gehalten. Und ich finde, in den Warming Stripes sieht man solche Entwicklungen noch viel stärker als in irgendwelchen XY-Diagrammen, in denen man normalerweise die Änderung einer Größe, Temperatur in diesem Fall, mit einer anderen, der Zeit in diesem Fall, aufnimmt. Ja? Und üblicherweise ist vielleicht Warming Stripes ganz links das Jahr 1880 als Basisjahr dafür und rechts gehen die halt so weit, also das waren jetzt Warming Stripes von 2019, aber ihr könnt die 2020er jetzt auch schon erhalten. Ja, die Temperatur wird höher global gesehen. Aber was ganz wichtig ist, es gibt Gegenden auf der Erde, auf denen dieser Anstieg größer ist als in anderen Gegenden. Und erstaunlicherweise ist der äquatoriale Anstieg kleiner als der Anstieg der Temperatur in hohen Breiten. Hohe Breiten ist zum Beispiel die Arktis. Und wenn ihr die Meldungen dieses Jahr über das arktische Meereis mitverfolgt habt, dann werdet ihr festgestellt haben, dass sich das arktische Meereis ganz stark zurückgebildet hat. Das passiert im Sommer natürlich immer. Aber der Zeitpunkt des Wiederzufrierens, der ist dieses Jahr so weit herausgeschoben wie noch nie. In der roten Kurve seht ihr jetzt den Stand Anfang November 2020, also fast jetzt Zeit. Und ihr seht, es friert immer noch nicht zu. Und obendran die weißen Kurven, das waren die 2000er Jahre. Und je blauer es wird, umso weiter gehen wir dann in die Vergangenheit zurück. Und ihr seht normalerweise war im Oktober das arktische Meereis immer schon komplett geschlossen. Und es könnte sein, dass wir in eine Entwicklung reinlaufen, dass sich das arktische Meereis überhaupt nicht mehr schließt. Und überhaupt nicht mehr schließt, hätte dramatische Konsequenzen. Es gibt in der Klimawissenschaft den Begriff des Kipppunktes. Der Kipppunkt ist ein Punkt in einer Entwicklung, in der ein Gleichgewicht umkippt und in einen neuen Gleichgewicht. Zustand übergeht und das Erreichen des neuen Gleichgewichtszustandes ist irreversibel. Irreversibel heißt, wir kommen nicht mehr zurück, wir kommen nicht mehr in das Minimum unseres Gleichgewichtszustands, in dem wir vorher gewesen sind. Und das Erreichen dieser Kipppunkte ist deswegen deutlich zu vermeiden. Und es gibt zwei Kipppunkte für unser Klima, die wir jetzt schon erreicht haben. Mit größter Wahrscheinlichkeit, und das ist das von mir gezeigte Beispiel des arktischen Meereises, mittel- bis langfristig ist das arktische Meereis verloren. Und zwar aus einem relativ einfachen Grund, den man auch physikochemisch gut verstehen kann. Wenn Meereis schmilzt, und zwar komplett schmilzt, sodass das Meerwasser frei liegt, dann kann das Sonnenlicht in dem dunklen Meerwasser besser absorbiert werden und erwärmt das. Erwärmt es stärker, als wenn eine Eisschicht da ist. Eis ist hell, hat ein großes Reflexionsvermögen. Dieses Reflexionsvermögen heißt die Albedo. Und wenn diese Albedo klein wird, dadurch, dass das Meereis weg ist,
dann erwärmt sich das Meer Wasser stärker und verhindert wiederum die Neubildung von Meereis. Und wahrscheinlich haben wir den Kipppunkt schon erreicht, wo die Sommererwärmung so stark wird, dass es im Winter immer unwahrscheinlicher wird, dass es komplett zufriert. Also das ist einer dieser Kipppunkte, die man versucht zu vermeiden, also deren Erreichung man versucht zu vermeiden. Das ist der Grund, dass das globale Klimaziel von einer Erwärmung von 2 Grad wieder revidiert wurde auf eine Erwärmung von höchstens 1,5 Grad. Weil bei 1,5 Grad landet man ganz nah an etlichen dieser Kipppunkte. Und wie gesagt, den einen haben wir zumindest meiner Meinung nach bereits erreicht. Ein zweiter Kipppunkt wäre das Abschmelzen des antarktischen Eisschildes. Hier habe ich jetzt erstmal das Grönlandeis, Grönlandeis gezeigt. Da ist dieses Jahr ein ganz großer Gletscher abgebrochen. Und ihr seht, ganz links war der Stand, muss ich mal reingucken, da geht gar nichts, war der Stand 2013 und dann geht es weiter im Jahresrhythmus bis 2020 rechts unten. Und da seht ihr, dass der Gletscher komplett abgebrochen und ins Meer gerutscht ist. Das ist deswegen noch fataler als das arktische Meereis, weil der Grönland-Eisschild auf Festland liegt. Das heißt, Eis, was von da als Wasser oder auch als Eisberge ins Meer geht, bringt den Meeresspiegel zum Steigen. Meereis erstmal nicht. Meereis schwimmt auf dem Wasser, verdrängt dadurch ungefähr dieselbe Menge Wasser und der Meeresspiegel steigt nur ganz, ganz wenig an, wenn Meereis schmilzt. Der steigt eigentlich hauptsächlich aus einem Grund an. Wenn es geschmolzen ist, wird das Wasser wärmer. Wenn es wärmer ist, dehnt es sich mehr aus. Und diese Ausdehnung führt zu einem Anstieg des Meeresspiegels. Das ist im Bereich von Millimetern. Wenn nur der grönländische Eisschild abschmilzt, dann haben wir 7 Meter Zunahme des mittleren Meeresspiegels. Das wird nicht schnell passieren. Das wird auch nicht bald passieren, weil dieser grönländische Eisschild ist in etwa 3 Kilometer dick, 3000 Meter. Bis das abgeschmolzen ist, das dauert natürlich eine ganze Weile. Was diese ganzen Weile-Modelle aber nicht beinhalten sind katastrophale Änderungen. Also zum Beispiel das Abbrechen von ganz großen Bereichen, diese Gletscherzungen, die lehnen sich gegen den Schelf und werden davon gehalten. Und quasi nur das von hinten große Masse, es schneit wieder drauf, es regnet drauf, er wird schwerer und es schiebt ein Stückchen weiter ins Meer rein. Und der Teil schmilzt ab. Das ist ein Prozess, den es immer schon gab. Was jetzt passiert ist, warmes Wasser kommt unter diese Gletscherzunge, schmilzt die an und große Teile brechen schlagartig ab. Dann wird der Gletscher nicht mehr gestützt durch das Festlandschelf und von hinten drückt er dagegen und es rutschen ganz große Teile weiter ins Meer. Das ist auch was in der Antarktis, also am Südpol, passiert. Auch da ist dasselbe Problem. Es handelt sich da um Landeismassen und am westantarktischen Festlandeis, da haben wir 2 große Gletscher und die verlieren gerade von unten den Halt und beginnen ins Meer abzurutschen. Und wenn wir beides, also Grönlandeis und antarktisches Eis, was auf Festland gut verlieren würden, dann würden wir im Bereich um 38 Meter Meeresspiegelanstieg landen. Ich habe jetzt die Grafiken nicht hier, aber so meiner Erinnerung nach wäre dann irgendwas in der Gegend von Hannover auf einmal Küstenstadt. Ja? Also ganz klar, es ist wichtig. Ich habe gesagt, es gibt unwiderlegbare Beweise, dass CO2 dafür ursächlich verantwortlich ist. Und wir sehen hier eine unglaublich bekannte Messreihe, die sogenannte Keeling-Kurve. Keeling hat seit 1958 diese Messwerte aufgenommen, und zwar auf dem Mauna Loa. Das ist ein Vulkan auf Hawaii. Und ihr seht, diese Kurve steigt von vorindustriell in etwa 280 ppm, ppm sind Parts per Million Teile pro Million, an auf im Moment 416,
2017 PBR. Ihr seht auch noch einen Jahreszeitengang darin, also diese Oszillation, die jeweils ein Maximum, ein Minimum pro Jahr hat. Und da seht ihr die Vegetationsperioden auf der Nordhalbkugel. Die Nordhalbkugel hat mehr Biomasse als die Südhalbkugel. Das heißt, wenn Biomasse aufgebaut wird, sinkt der CO2-Gehalt in der Atmosphäre. Das seht ihr durch die Abnahme. Und wenn im Herbst diese Biomasse wieder zersetzt wird und CO2 freigibt, habt ihr wieder einen Anstieg. Und da dieser Effekt auf der Nordhalbkugel durch die größere Biomasse stärker ist als auf der Südhalbkugel, gleicht sich das eben nicht genau aus. Und ihr habt immer diesen Anstieg, wenn bei uns das CO2 wieder gebildet wird durch Zersetzung von Biomasse. Aber diesen jahreszeitlichen Trend ist halt ganz klar der Anstieg durch anthropogene Emissionen vom CO2 überlagert. Und auch da gibt es jetzt wieder Schlaumeier, die behaupten, ach, das ist gar kein anthropogenes CO2. Der Keeling ist ja ein Trottel, der hat diese Messstation auf den Mauna Loa gesetzt. Das ist ein Vulkan, jeder weiß, dass Vulkane CO2 ausgasen. Und was hier gemessen wird, ist einfach die Zunahme des CO2s in den vulkanischen Gasen. Deswegen habe ich euch einfach eine zweite Messkurve nebendran gelegt vom Barrow Atmospheric Observatory. Und ich könnte euch beliebig viele an beliebigen Orten der Welt vorlegen. Jetzt kann man natürlich fragen, warum hat der Keeling denn eigentlich das Ding ausgerechnet auf Hawaii gebaut? War nicht, dass er einen schönen Sommer dort sich machen wollte mit Surfen. Die erste Station, die die Keeling aufgebaut hat, war tatsächlich in Norwegen. Und jetzt ist aber Norwegen zu nahe gewesen an großen industriellen Zentren in Europa. Und deren wechselnde CO2-Gehalte und die durch Wind halt verbracht werden, haben ein so großes Rauschen in diese Messkurve gebracht, dass die Werte praktisch nicht verwertbar waren. Und deswegen hat er sich einfach einen Platz gesucht, der möglichst weit von anthropogener Emission weg ist, sodass sich das CO2 schon mal ausgleichen kann, bis es dort ist. Und das war halt am Anfang die Mauna Loa Messstation. Mittlerweile gibt es hunderte Messstationen über die ganze Welt verteilt und alle zeigen denselben Trend. Und es ist, wie ich gesagt habe, nicht nur CO2. Auf der nächsten Kurve seht ihr das Methan. Und bei Methan sieht es ein bisschen anders aus. Das stieg stark an in den 80er Jahren und dann hatten wir in den 90er, 2000er Jahren so ein Verharren und jetzt auf einmal die roten Punkte rechts ein ganz starkes Ansteigen. Und wir wissen noch nicht genau, wo dieser starke Anstieg herkommt. Also ein Anstieg kommt immer aus einem Ungleichgewicht zwischen Bildung und Abscheidung, zwischen Quelle und Senke. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder haben wir eine Quelle, die viel stärker emittiert, oder wir haben eine Senke, die viel schwächer funktioniert. Und das ist im Moment noch nicht festzustellen. Was eine Möglichkeit ist, und da kommen wir wieder zum Begriff der Kipppunkte, ist, Methan wird freigesetzt aus schmelzendem Permafrostboden. Also wenn Permafrost in Sibirien schmilzt, da sind große Mengen CO2 auch, aber auch Methan gespeichert. Und dann wird dieses Methan in die Atmosphäre freigesetzt und an dieser Stelle kommt es dann zu einer Freisetzung. Das Methan ist ein Treibhausgas, das erhöht die Temperatur, das wiederum führt zu weiterem Abschmelzen des Permafrostes, das setzt mehr Methan frei. Typischer Kipppunkt. Ja. Auch der muss vermieden werden. So, die Bewegung Fridays for Future, von Greta Thunberg ins Leben gerufen, fordert von der Politik jetzt eben Handlungen ein, um diese Änderungen, diese katastrophalen Änderungen unseres Klimas zu begrenzen. Und wir Scientists for Future unterstützen diese Forderungen der Fridays for Future Bewegung und es werden immer wieder neue Stellungnahmen dazu abgegeben. Die wichtigste und grundlegendste habe ich jetzt hier mal für euch zusammengefasst. Und ganz kurz möchte ich nochmal auf was eingehen, wo man sieht, wenn wissenschaftlicher Rat und politische Handlung Hand in Hand gehen, dann kann man auch sehr große Probleme im Bereich der Lebensfähigkeit unseres Planeten ermöglichen.
Und das ist die Geschichte des antarktischen Ozonlochs. Und ich habe das genannt, eine Geschichte zum Mut machen. Die ersten Anzeichen, dass es dieses antarktische Ozonloch gibt, waren 1974 von Molina und Rowland. Und erinnert euch, das waren die Nobelpreise. Die haben sie dafür bekommen, dass sie das erkannt haben. Der Abbau der Ozonschicht über der Antarktis durch eben Fluorchlorkohlenwasserstoffe. Und dass der Begriff Ozonloch tatsächlich gerechtfertigt ist, seht ihr an dieser falschfarbenen Darstellung, wo ihr wirklich über der Antarktis in dunkelviolett dieses Loch seht. Und die Entwicklung war so, dass Anfang der 80er Jahre diese Ozonschicht fast komplett zusammengebrochen ist. Und das passierte in jedem antarktischen Frühling. Und jetzt Antarktis würde man erstmal sagen, da leben nicht viele Leute, aber dieses Ozonloch hatte Ausläufer, dass Neuseeland, Australien, Südamerika, Patagonien betroffen war und natürlich leben da viele Menschen. Ja, und natürlich war auch die Gefahr da, dass sich dieses Ozonloch noch weiter ausweiten kann. Und nach der Warnung hat die Politik reagiert und 1986 das Montreal-Protokoll abgeschlossen und eine Reduktion um 20% beschlossen und dann einen weiteren Schritt um 30%. Und schon 4 Jahre später haben sie gesehen, oh, das reicht nicht, wir müssen nachjustieren und haben es verschärft. Und 17 Jahre später gab es eine zweite Montreal-Konferenz und da hat man quasi die FCKWs komplett gebannt, weil zu dem Zeitpunkt hat man schon gesehen, oh, die Maßnahmen beginnen zu greifen, es funktioniert ja auch tatsächlich. Und was wir hier jetzt mal sehen, ist tatsächlich der gemessene und an derselben Station, das ist die Baroness-Station, gemessene Gehalt an einem dieser Fluorchlorkohlenwasserstoffe. Ihr seht, am Anfang ist es noch ein bisschen angestiegen, weil die Reduktion nicht ausreichte, dann kam die Verschärfung mit dem London-Protokoll und dann ging das wunderbar runter, diese Kurve, und das war oder ist einer der größten Erfolge der Umweltwissenschaften. Und 2014 hat die Weltmeteorologische Organisation, die WMO, vorausgesagt, dass im Jahr 2050 das Ozonloch komplett geschlossen werden sein wird. Und 2017 war die geringste Ausdehnung dieses Ozonlochs seit 1988. Das heißt, diese Maßnahmen greifen. Und das zeigt ganz klar, wenn Politik die Aussagen und die Modellrechnungen von Wissenschaftlern ernst nimmt und zur Basis von politischem Handeln nimmt, dann können auch wirklich große Probleme angegangen werden. Und die Frage ist, warum sollte uns das im Bereich der Methanemission und der Kohlendioxidemission nicht auch gelingen, was uns bei den Fluorchlorkohlenwasserstoffen gelungen? So, damit ist die erste Stunde vorbei und wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause. Super, danke schön.
okay, die erste Pause haben wir rumgebracht. Tut mir vielleicht nicht gefallen, mach doch mal die Tür zu. Die knarrt nämlich. Tut mir eingefallen und macht die Pausen einfach. Wenn die Vorlesung im Präsenz stattfindet, kommt ihr auch nicht drumherum. Und ich weiß, es ist naheliegend, einfach sich das hinterher anzuschauen und dann schnell vorzuspulen und dann das alles wegfallen zu lassen. Aber es ist anstrengend. Ich merke das auch, es ist auch für mich anstrengend. Für euch ist der Großteil des Stoffes neu, das ist noch anstrengender. Nehmt euch die Pausen, macht mal ein Fenster auf, bewegt euch ein bisschen in dieser Viertelstunde und macht dann wirklich auch mal was anderes, als über diese Vorlesung nachzudenken. So, ich mache jetzt noch eine Dreiviertelstunde heute und formal wären dann ja heute schon die Übungen dran. Natürlich haben wir in der ersten Stunde noch nicht viel zu üben und deswegen ist mein Vorschlag, wir ziehen einfach das WebEx-Meeting vor und machen das so lange, wie wir es brauchen. Das heißt, die dritte Stunde wird dann unser WebEx-Meeting sein und da könnt ihr eure Fragen stellen. Erfahrungsgemäß sind gerade in der ersten Vorlesung immer sehr, sehr viel mehr Fragen als in den weiteren Stunden, auch zur Klausur, zum Prozedere, zum Bonuspunkten und so weiter. Wobei die zu Bonuspunkten sind ganz schnell beantwortet, es gibt keine Bonuspunkte. Das heißt, wir werden diesmal dann direkt in die WebEx-Konferenz einsteigen und den Link, den bekommt ihr noch von mir. So, okay. Also, wir haben als erstes Kapitel Kraft und Bewegung, lineare Geschwindigkeit, Skalar und Vektor. Und das erste, was wir mal messen wollen, ist eine Geschwindigkeit. Und eine Geschwindigkeit ist definiert als, Geschwindigkeit bekommt das Formelsymbol V, ist gleich zurückgelegte Strecke pro Zeit. Und wir werden in dieser Vorlesung zum größten Teil mit SI-Einheiten arbeiten. Deswegen gleich mal die SI-Einheit einer Strecke, ist das Meter, die SI-Einheit einer Zeit ist die Sekunde, also ist die Einheit Meter pro Sekunde. Oder, was mir häufig besser gefällt, weil das spart ein bisschen Platz, Meter mal Sekunde hoch minus 1. Ja, das ist die Dimension der Geschwindigkeit. Und diese Geschwindigkeit, die macht eigentlich ja nur dann Sinn, wenn sich die Geschwindigkeit nicht ändert, wenn zu jedem Zeitpunkt dieselbe Geschwindigkeit herrscht. Meistens laufen Prozesse im täglichen Leben aber nicht so ab, sondern es ändert sich die Geschwindigkeit und dann betrachten wir eine Durchschnittsgeschwindigkeit und diese Durchschnittsgeschwindigkeit ist definiert als die Änderung der Strecke pro Änderung der Zeit. Also wenn wir von hier nach hier, vom Punkt S1 zum Punkt S2 gekommen sind und wir sind losgelaufen zum Zeitpunkt T0, kommen wir zum Zeitpunkt T1 an, dann ist unsere Durchschnittsgeschwindigkeit und das Durchschnitt kennzeichnet natürlich einen Querstrich über der entsprechenden Größe gleich S2 minus S1 dividiert durch T1 minus T0. Ja, natürlich auch hier wieder in Meter pro Sekunde. Also zum Beispiel, wir haben 400 Meter in 20 Sekunden zurückgelegt, sind also 20 Meter pro Sekunde. 420 ist 20 Meter pro Sekunde. Ja, wie wir das jetzt geschafft haben, können wir daraus überhaupt nicht ablesen. Diese 20 Meter pro Sekunde können wir ganz gleichmäßig zurückgelegt haben. Wir könnten aber auch erstmal 20 Sekunden warten und dann mit der doppelten Geschwindigkeit loslaufen. Also das heißt, die Durchschnittsgeschwindigkeit sagt mir nichts aus zur Geschwindigkeit in jedem einzelnen Punkt. Und wenn wir uns das mal vorstellen, wie sieht denn sowas in einem Diagramm aus? Also wir haben hier die zurückgelegte Strecke in Abhängigkeit von der Zeit. Und wir stellen uns vor, am Anfang sind wir in Ruhe, das heißt mein Zeitpunkt T gleich 0 entspricht auch dem Punkt S gleich 0.
und dann bewegen wir uns ganz gleichmäßig mit gleichmäßiger Geschwindigkeit. Je größer diese Steigung ist, umso schneller sind wir. Ja? Also das hier wäre eine kleinere Durchschnittsgeschwindigkeit und das wäre eine größere Durchschnittsgeschwindigkeit. Und wie gesagt, die Durchschnittsgeschwindigkeit sagt mir gar nichts aus. Im Grunde könnte ich von hier nach hier auch in so einer Bewegung kommen. Und dann müsste ich mir zu jedem Zeitpunkt die momentane Geschwindigkeit angucken. Und die momentane Geschwindigkeit ist die Tangente jeweils hier rein. Ja, die Tangente an der Gerade ist immer die Gerade selbst. An dieser Stelle hätte ich das hier als Tangente an diese Kurve. Hier habe ich das. Hier habe ich das waagrecht. Das heißt, hier bewegt es sich praktisch gar nicht. Hier wird es wieder schneller, noch schneller und hier ist es wieder maximal schnell. Ja, also hier habe ich eine große Geschwindigkeit, dann werde ich langsamer. Dann in der Horizontale, da bewege ich mich praktisch gar nicht. Dann habe ich wieder eine zunehmende Geschwindigkeit und so komme ich auch an diesen Punkt. Ja, also die momentane Geschwindigkeit ist immer die Tangente an die Wegzeitkurve. Das ist das, was unten als habe ich noch gar nicht auf dieser Folie, das kommt gleich. So, dann ist wichtig, zwischen skalaren und vektoriellen Größen zu unterscheiden. Skalare Größen sind nur durch ihren Zahlenwert und durch ihre Einheit gekennzeichnet. Vektorielle Größen benötigen noch die Angabe einer Richtung. Ja, also eine typische skalare Größe wäre die Masse. Eine typisch vektorielle Größe, auch wenn wir sie jetzt hier gar nicht so betrachtet haben, ist die Geschwindigkeit. Ja, bei der Geschwindigkeit kommt es ja durchaus an, in welche Richtung wir uns bewegen. Beim eindimensionalen Problem gibt es immerhin die Möglichkeit Plus oder Minus in die Richtung. Ja, ansonsten gibt es natürlich die Möglichkeit, alle Richtungen zurückzulegen. Also nach der Frage, dass wie schnell, stellen wir jetzt, wenn wir vektoriell uns das Ganze überlegen, die Frage nach dem Wohin. Und das ist das, was jetzt hier auf der zweiten Folie gezeigt wird. Und erstmal so ein bisschen was zur Nomenklatur, die wir verwenden werden. Wir werden Vektoren, vektorielle Größen als Fettsymbole drucken und skalare Größen in normalen Schriftschnitt. Ja, das hat sich in der Literatur so eingebürgert. Es gibt die alternative Darstellung, dass man Vektoren durch einen Vektorpfeil über der Größe darstellt. Auch das könnte manchmal auftreten. Aber hier werden wir jetzt in erster Linie mit den Fettbuchstaben für die Vektoren arbeiten. Okay, in dem Diagramm hier auf der rechten Seite, also jetzt muss ich gerade mal fragen, sieht man die Maus? Alles klar. Okay, in dem Diagramm hier auf der rechten Seite ist die vektorielle Größe dargestellt, die Strecke da zwischen dem Punkt A und dem Punkt B und die ist gekennzeichnet entweder durch ein fett gedrucktes A oder durch ein A mit diesem Pfeil drüber. Ja, das wäre diese Schreibweise. Und davon unterscheiden müssen wir den Betrag dieses Vektors. Der Betrag dieses Vektors ist nichts anderes als die Länge. Also der Betrag von A-Vektor ist einfach nur A, die Größe, wieder mit ihrer Bezeichnung, in diesem Fall wäre es eine Länge, ja, so und so viele Meter. Das würde uns jetzt aber nur sagen, wie weit ist der Punkt B vom Punkt A weg. Das würde uns nicht sagen, in welche Richtung müssen wir denn gehen, um von A nach B zu kommen. Also der Betrag einer Größe gibt uns nur den skalaren Wert an. Die vektorielle Darstellung gibt uns auch an, wohin wir gehen müssen. Und das habe ich in diesem Beispiel hier oben mal gezeigt. Um vom Punkt A nach hier zu kommen, kann ich entweder 2 Kilometer nach Norden laufen und 4 Kilometer nach Osten und dann wäre ich an diesem Punkt. Was natürlich viel günstiger wäre, wäre in einem direkt von dem Punkt A zu diesem Punkt hier hinten zu laufen entlang der Strecke C, also nicht erst die Strecke A, dann die Strecke B. Wir sehen sofort, das ist die direkte Verbindung. Die direkte Verbindung
ist immer die kürzeste Verbindung. Und wie können wir ausrechnen, wie lange wir auf dem Weg C gehen müssen? Ja, das können wir aus der Beziehung von Pythagoras uns hier ablesen. Also das Quadrat über der Strecke A. Also wir haben unsere Strecke A, das hier, Strecke B, das hier, die war etwas länger, und die Strecke C ist diese Verbindung, das ist das hier. Und der Satz von Pythagoras zeigt uns aus, das Quadrat über A, also wenn diese Strecke hier dann auch A wäre, und das hier ist das Quadrat über der Strecke C, und B kriege ich jetzt leider nicht ganz drauf, aber wenn diese Strecke hier auch B ist, dann haben wir hier das Quadrat. Und dann sagt uns Pythagoras, die Fläche von diesem Quadrat plus der Fläche von diesem Quadrat, was jetzt hier noch ein bisschen weiter ist, ist die Fläche von diesem Quadrat. Ja, also die Fläche plus der Fläche ist die Fläche. Oder wie er es geschrieben hat, A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Und das heißt natürlich auch C ist gleich Wurzel aus A Quadrat plus B Quadrat. Ja, auf die Art und Weise können wir die Länge, den Betrag der Strecke C ausrechnen. Und wenn wir jetzt hier mal reingucken, ich habe das jetzt hier gemacht, der Betrag der Strecke A war ja 2 Kilometer, der von B war 4 Kilometer, also 2 zum Quadrat ist 4, 4 zum Quadrat ist 16, 4 plus 16 ist 20, Wurzel aus 20 ist, wenn ihr es reintippt in Taschenrechner, 4,4, 721 Kilometer. Also der Weg A plus B wären 6 Kilometer, der Weg entlang C wären 4,4, also eindeutig viel weniger. So, jetzt wisst ihr aber nicht ganz genau, in welche Richtung müsst ihr denn laufen. Nehmen wir mal an, ihr hättet einen Kompass, dann könnte euch der Kompass ja eine Abweichung von der Nordrichtung zeigen. Als Nordrichtung definiere ich die Richtung von da, wo ihr steht, einfach in Richtung Norden, genauso wie ich es hier gezeichnet habe. Und der Kompass würde euch sagen, wenn ihr den mit einer Karte abgleicht, oh, ich muss so und so viel Grad in eine bestimmte Richtung laufen. Und um das dann auszurechnen, brauche ich jetzt trigonometrische Beziehungen. Und die drei wichtigsten habe ich euch hier aufgeschrieben. Der Tangens dieses Winkels hier ist die, so jetzt sehen wir gleich die Fachausdrücke, das ist jetzt die Gegenkathete. Das ist die Gegenkathete, dividiert durch die Ankathete A, und jetzt nehmen wir gleich noch die Seite C, das wäre die Hypotenuse dieses rechtwinkligen Dreiecks. Also die Ankathete ist die, die dem Winkel benachbart ist, die Gegenkathete ist die, die dem Winkel entgegen, also auf der anderen Seite liegt, und die Hypotenuse ist immer die längste Seite. Dann haben wir noch den Kosinus dieses Winkels, das ist die Ankathete durch die Hypotenuse, und wir haben den Sinus, das ist die Gegenkathete durch die Hypotenuse. Wichtig ist noch, wenn wir jetzt den Winkel selbst wissen wollen, und wir haben die Strecken B und A gegeben, oder C und A oder C und B, dann müssen wir die Umkehrfunktion davon nehmen. Also, ich habe nicht den Tangens des Winkels ist B durch A, sondern ich will jetzt den Winkel wissen, und der Winkel ist die Umkehrfunktion des Tangens auf das Verhältnis B zu A. Also, und die Umkehrfunktion dazu ist der Arcus-Tangens. Also der Winkel Phi hier, Theta. Der Winkel Theta hier ist der Arcus-Tangens der Gegenkathete durch die Ankathete. Den Winkel kann ich aber auch ausdrücken durch den Arcus-Cosinus von A durch C oder durch den Arcus-Sinus von B durch C. Und wenn wir das jetzt ausrechnen, wir haben ja die Längen von A, B und C, dann kommt in allen drei Fällen 63,44 Grad raus. Das heißt, wir wissen jetzt genau, wenn wir unseren Kompass haben, wir müssen 63,44 Grad von der Nordrichtung abweichen und 4,472 Kilometer laufen, dann kommen wir an diesem Punkt hier an. Also die Vektoren geben uns eine ganze Menge Auskunft und mit ein bisschen trigonometrischen Umformungen
kommen wir ganz schnell dahin, wo wir hinwollen. So, jetzt habe ich hier nochmal ein paar Beispiele gebracht für vektorielle Größen. Die Geschwindigkeit, die Beschleunigung, wir haben gar nicht besprochen, was Beschleunigung ist. Ich werfe jetzt einfach ein paar Begriffe in den Raum und die werden wir, aber ich habe die gewählt, weil die werden wir im Laufe der Vorlesung alle kennenlernen. Den Impuls, die Kraft, elektrische, magnetische Felder, alles das sind Größen, die von der Richtung abhängen, also vektorielle Größen. Skalare Größen sind die Masse, gibt keine Richtung, Ladung hat keine Richtung, Energie, Temperatur, eine reine Entfernung, der Betrag der Entfernung oder der Betrag der Geschwindigkeit. Ja? Also wenn ich sage, eine Entfernung von 4,721 Kilometer hat es keine Richtung, aber wenn ich sage, ich muss um 63 Grad von der Nordrichtung abweichen und 4,72 Kilometer zurücklegen, dann ist es eine vektorielle Richtung. So, okay. Vektoren können ganz einfach addiert werden. Und in diesem Diagramm ist jetzt mal hier gezeigt, wie man das macht. Ich will den Vektor a und den Vektor b addieren. Also a plus b, dann mache ich das so, dass ich b verschiebe, sodass das Ende von b an, Entschuldigung, das Anfang, der Anfang von b an das Ende von a rutscht. Ich muss mal meine Brille aufsetzen, ich sehe nämlich die Vektorspitze nicht. Ja, ich habe es richtig rumgezeigt. Also der Vektor a fängt hier an, geht in diese Richtung, der Vektor b fängt hier an, geht in diese Richtung. Jetzt verschiebe ich b, sodass es an das Ende von a kommt, das ist hier gezeigt, und die Verbindung des Anfangs von a und des Ende von b ist die Strecke c. Ja? Und das ist a plus b. So addiert man zwei Vektoren. Was wir hier sehen, ich lasse b und verschiebe a an das Ende und dann ist das die Verbindung. Und wenn wir die beiden jetzt mal vergleichen, dann laufen die beiden Strecken c hier parallel, aber sie sind im Raum gegeneinander verschoben. Sie sind natürlich auch gleich lang. Das heißt, a plus b und b plus c geben einen Vektor, der dieselbe Richtung hat, denselben Betrag, dieselbe Länge, aber räumlich gesehen im Raum irgendwo parallel verschoben sein kann. Ja, wenn ich es in denselben Vektor wieder überführen muss, muss ich es an den anderen Punkt im Raum schieben. Und hier habe ich jetzt mal ein Beispiel für diese Rechnung gebracht. Und ihr seht, Beispiel ist blau geschrieben und ich glaube, nach meiner Einleitung könnt ihr euch noch daran erinnern, was blaue Beispiele bedeuten. Wir haben hier einen Fluss und der Fluss bewegt sich, also fließt hier von oben nach unten, das ist durch diese Vektoren angedeutet, und ein Boot will einmal durch diesen Fluss durchfahren. Und das Boot soll genau auf der anderen Seite ankommen. Wenn es jetzt einfach hier rechtwinklig zum Ufer rüberfahren würde, dann würde die vektorielle Geschwindigkeit des fließenden Flusses nach unten das Boot natürlich mitnehmen. Und ihr wisst alle, was zu tun ist. Man muss schräg in die Strömung fahren. Und die Frage ist jetzt, wie schräg müssen wir denn in die Strömung fahren? Und naja, dazu müssen wir jetzt mal wissen, wie groß ist die Geschwindigkeit des Flusses hier nach unten. Der soll mit 3 Meter pro Sekunde fahren. Unser Boot soll eine Geschwindigkeit haben von 4 Meter pro Sekunde. Und ich habe das hier einfach mal hingezeichnet. Also die Frage ist, wie muss ich oder in welche Richtung muss ich fahren, dass wenn ich mit 4 Meter pro Sekunde in die Richtung fahre und der Fluss mich mit 3 Meter pro Sekunde in diese Richtung treibt, dass ich genau hier einmal quer rüberkomme, ja, am kürzesten Weg. Wie groß ist diese Geschwindigkeit und unter welchem Winkel muss ich fahren? Ja, die erste Antwort gibt mir Pythagoras. Ja, diese Strecke hier, a Quadrat, das ist in dem Fall mein v Quadrat, plus diese Strecke, 3 Meter pro Sekunde zum Quadrat,
ist gerade diese Strecke zum Quadrat, also 4 Meter pro Sekunde Quadrat. So, die Antwort auf die, und wenn wir das ausrechnen, ja, dann kommen wir hier auf 2,65 Meter pro Sekunde. Also mit 2,65 Meter pro Sekunde tuckern wir hier rüber. Und jetzt ist die Frage nach diesem Winkel. Naja, und die Größen, die wir kennen, sind hier unsere 3 Meter. Die 3 Meter sind die Gegenkathete, sind 3 Meter pro Sekunde. Die 4 Meter pro Sekunde sind meine Hypotenuse. Gegenkathete durch Hypotenuse ist der Sinus, also 3 Meter pro Sekunde hier durch 4 Meter pro Sekunde ist der Sinus des Winkels. Meter pro Sekunde kürzt sich weg, das ist sehr schön, weil die trigonometrischen Funktionen dürfen natürlich keine physikalischen Einheiten mehr haben, da dürfen nur noch Zahlen stehen. Und die Umkehrfunktion zum Sinus, hat man gesagt, war der Arkkosinus. Das heißt, den Winkel kann ich ausrechnen, indem ich Arkkosinus von 3 durch 4. Wie gesagt, Meter pro Sekunde hat sich weggekürzt. Der Arkkosinus von 0,75, könnt ihr wieder mal eintippen, ist 48,6 Grad. So, und schon habt ihr diesen Winkel hier, 48,6 Grad. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie stark der zur Nordrichtung abweicht, müsst ihr natürlich die Nordrichtung, ist genau in diesem Bild hier 90 Grad, also 90 Grad mit minus diesem Winkel zur Nordrichtung, müsst ihr 41,4 Grad losfahren und dann kommt ihr mit einer Quergeschwindigkeit von 2,65 Meter pro Sekunde hier am anderen Ufer. Ja, so könnt ihr mit vektorieller Addition der Geschwindigkeit eures Bootes und der Geschwindigkeit vom Wasser, wenn ihr wisst, wo ihr rauskommen wollt, sowohl die Geschwindigkeit bestimmen, mit der ihr rüberkommt, als den Winkel, unter dem ihr die Strömung anfahren müsst, dass ihr genau an dem gegenüberliegenden Punkt rauskommt. So. In Bezug auf die Vektoren ist der Begriff der Vektorkomponente auch noch was ganz Wichtiges, das werden wir in Zukunft sehr häufig gebrauchen. Die Vektorkomponente ist die Projektion meines Vektors auf eine bestimmte Richtung. Und diese bestimmte Richtung habe ich jetzt hier mal als den Nord-Süd-Vektor gewählt. Das kann auch was ganz anderes sein. Das kann in irgendeinem Koordinatensystem die X- oder die Y-Richtung sein. Das kann in einem elektrischen Feld die elektrische Feldrichtung sein. Und ich schaue mir an, wie orientiert sich ein Dipol zum Feld? Immer die Projektion meiner Größe auf eine bestimmte Achse ist das, was wir als die Komponente dieses Vektors auf die Achse bezeichnen. Und in diesem Fall, wollen wir uns jetzt mal angucken, der Vektor ist ein Vektor, der zur Nord-Süd-Richtung einen Winkel von 40 Grad hat und 300 Kilometer lang ist. Und wir fragen, wie groß ist die Vektorkomponente, in diesem Fall würde man das die Nordkomponente nennen, also Projektion heißt der rechtwinklige Abstand. Ich gehe im rechten Winkel von meiner Achse zum Endpunkt dieses Vektors und frage jetzt, wie lange ist denn jetzt diese Projektion hier? Naja, und wir können uns in trigonometrischen Beziehungen sofort sehen, die Länge dieser Größe, das ist ja die Ankathete, ist gleich der Hypotenuse mal den Cosinus dieses Winkels. Ja? Beziehungsweise der Cosinus dieses Winkels wäre ja Sn dividiert durch S. Und das habe ich jetzt hier gleich umgeformt und habe Sn ausgerechnet. Wenn wir das machen, Sn ist 300 Kilometer mal der Cosinus dieses Winkels, Cosinus 40, getippt der 1 sind 230 Kilometer. Also, den Richtungskosinus bekommt man immer durch Multiplikation des Vektors mit dem Kosinus des Winkels zwischen Vektor und Achse. Ja, und das bezeichnet man als den Richtungskosinus. Das ist jetzt hier nochmal in der allgemeinen Skizze dargestellt. So, und jetzt schauen wir uns mal Relativbewegungen zueinander an. Also meine Geschwindigkeit, wie gesagt, sind vektorielle Größen. Und wir haben hier einen Zug und der bewegt sich mit der Geschwindigkeit v und v soll 150 Stundenkilometer sein von diesem Punkt genau in Ostrichtung. Und in diesem Zug wird ein Ball geworfen mit der Geschwindigkeit 30 Kilometer pro Stunde
senkrechte Zugrichtung, also von hier nach hier. Und die Frage ist, wohin fliegt denn der Ball? Und da können wir jetzt zwei verschiedene Bezugssysteme nehmen. Wenn wir in dem Zug sind und werfen den Ball Richtung Norden, in diesem Beispiel, dann fliegt dieser Ball Richtung Norden. Das heißt, in meinem Bezugssystem Zug fliegt der Ball nach Norden. In Bezug der gesamten Erde, also sprich, ich stehe draußen, sehe den Zug an mir vorbeifahren und beobachte den Ball, bewegt sich der Ball natürlich mit dem Zug mit, während, also sprich in Ostrichtung, während er gleichzeitig in Nordrichtung fliegt. Und das können wir wiederum ausrechnen. Pythagoras, ja, also das Quadrat über dieser Strecke plus dem Quadrat über dieser Strecke ist gleich dem Quadrat über dieser Strecke. Also V', diese Geschwindigkeit, ist 150 km pro Stunde zum Quadrat plus 30 km pro Stunde zum Quadrat. Daraus die Wurzel sind 153 Stundenkilometer. Das heißt, der Ball ist, obwohl ihr ihn nur mit 30 km pro Stunde abgeworfen habt, 153 km pro Stunde schnell, weil er noch einen Teil der Geschwindigkeit des Zuges mit drauf bekommt. Und die Richtung, naja, die Richtung ergibt sich, wir haben die Strecke U, wir haben die Strecke V. Das Verhältnis davon ist das Tangens der Tangens dieses Winkels. Der Winkel ist die Umkehrfunktion der Arcus-Tangens von U durch V. Und das sind 11,3 Grad. So, das wollen wir jetzt natürlich wieder relativ zur Nordrichtung wissen. Also 90 minus 11,3 mit 78,7 Grad, also 78,7 Grad abweichend von der Nordrichtung fliegt mein Ball, den ich mit 30 Meter pro Stunde abgeworfen habe. Ja, auf die Art und Weise können wir sehr einfach Geschwindigkeiten vektoriell addieren. Und warum ich dieses Beispiel gewählt habe, durch geschickte Wahl des Bezugssystems kann ich mir die Rechnung einfach machen. Weil wenn ich das Bezugssystem Zug nehme und mein Beobachter fährt mit, dann bewegt sich dieser Ball viel einfacher, nämlich nur mit 30 km pro Sekunde in Nordrichtung. Ja? Und nicht kompliziert irgendwie in Nordostrichtung. Ich muss noch irgendeinen Winkel berechnen. Aber meistens will man das eben von einem neutralen Beobachtersystem aus wissen. Und das wäre so das Bezugssystem außerhalb eines Zugs. Und dann muss ich halt diese Rechnung durchführen. So, bisher hatten wir bis auf dieses Beispiel hier, was ich schon so gestrichelt angezeichnet habe, nur konstante Geschwindigkeiten. Und jetzt betrachten wir den Fall, was passiert denn, wenn sich eine Geschwindigkeit ändert. Und das Ändern einer Geschwindigkeit bezeichnet man als Beschleunigung, wenn die Geschwindigkeit größer wird, oder als Verzögerung oder Bremsen, wenn die Geschwindigkeit kleiner wird. Definition, ich möchte da mal verwischen, die Definition meiner Beschleunigung, die kann ich treffen mit der Definition der Geschwindigkeit, also die Beschleunigung mit dem Symbol A ist gleich die Geschwindigkeit dividiert durch die Zeit. So, und was ich jetzt hier habe, ist natürlich, wenn sich die Geschwindigkeit ändert, dann habe ich die Änderung der Geschwindigkeit vor Änderung der Zeit. Und wenn die Änderung der Geschwindigkeit nicht konstant ist, dann nehme ich hier eine mittlere Änderung der Geschwindigkeit und es gibt mir eine mittlere Beschleunigung. Das ist die erste Gleichung, die wir hier haben. So, wie groß ist die bei einer Beschleunigung oder bei einer beschleunigten Bewegung zurückgelegten Strecke, wenn die Beschleunigung konstant ist, dann ist der Mittelwert natürlich gerade diese Größe, die ich betrachten will, dann ist ein bisschen einfacher, dann ist A gleich Delta V durch Delta T. Also Geschwindigkeitsänderung pro Zeitänderung. Ja, könnt ihr euch vorstellen, bei einer beschleunigten Bewegung wird pro Zeiteinheit die Geschwindigkeit immer größer. Das wäre so eine Bewegung hier. Also das heißt, in einem SD-Diagramm wieder wäre eine beschleunigte Bewegung, zum Beispiel sowas. Ja, die würde jetzt immer schneller werden, der
Tangente an jedem Punkt wird ja immer steiler. Das heißt, ich habe hier eine beschleunigte Bewegung, die geht zum Beispiel irgendwann über in eine abgebremste Bewegung. Und das könnte ich durch die Beschleunigung beschreiben. So, das Beispiel, was ich hier gewählt habe, ist, oder die Frage, die sich jetzt ergibt, wie groß ist die zurückgelegte Strecke? Und dazu müssen wir erstmal dieses Delta V beschreiben. Also Beschleunigung ist gleich meine Geschwindigkeit, die am Ende vorliegt, minus der Geschwindigkeit, die am Anfang vorliegt, dividiert durch mein Delta T, das vergangen ist, um von der Anfangsgeschwindigkeit zur Endgeschwindigkeit zu kommen. So, und mein V-Ende ist gleich mein V am Anfang plus A mal T. Und A ist die Beschleunigung, die zurückgelegt wird. Ja, das kann ich, also V-Ende minus V-Anfang ist gleich A mal T. Also V-Ende minus V-Anfang dividiert durch T ist A. Und das ist das, was hier steht. Also auf die Art und Weise können wir jetzt unsere Endgeschwindigkeit mit der Anfangsgeschwindigkeit in Bezug setzen, wenn wir die Beschleunigung A kennen. Überlegen wir mal, was für eine Dimension hat A, wenn es die Änderung der Geschwindigkeit ist. Und wir erinnern uns, Geschwindigkeit war Meter mal Sekunde hoch minus 1 dividiert durch Sekunde ist natürlich Sekunde auf minus 2. Ja, also das ist die Einheit der Beschleunigung, oder wir können es auch schreiben als Meter pro Sekunde Quadrat. Beispiel für eine Beschleunigung ist auch die Beschleunigung, mit der ein fallender Körper von der Erde beschleunigt wird im Schwerefeld der Erde, und das bezeichnet man als Erdbeschleunigung, und der Wert davon, Symbol ist G, und der Wert davon ist 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Also ein fallender Körper wird mit der Beschleunigung 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat durch die Anziehungskraft der Erde beschleunigt. So, wie groß ist die mittlere Geschwindigkeit, können wir jetzt noch fragen. Das habe ich hier definiert. Das ist einfach die Endgeschwindigkeit plus die Anfangsgeschwindigkeit dividiert durch 2. Ja? Das ist die mittlere Geschwindigkeit. Das ist natürlich nur dann eine sinnvolle Größe, wenn die Beschleunigung konstant ist. Wenn sich auch noch die Beschleunigung die ganze Zeit ändert, dann muss ich dafür sorgen, dass dieses Intervall, in dem ich die Mittelwertbildung mache, klein genug ist, dass die Änderung der Beschleunigung klein ist, damit es einen sinnvollen Mittelwert gibt. Aber da werden wir noch ein kleines Beispiel kennenlernen. Wenn wir jetzt die zurückgelegte Strecke berechnen wollen, dann haben wir aus der Definition der Geschwindigkeit, Strecke ist die Geschwindigkeit am Ende plus die Geschwindigkeit am Anfang dividiert durch 2, unsere mittlere Geschwindigkeit hier, mal t. Wenn ich das jetzt ersetze durch diesen Ausdruck hier oben, dann habe ich als zurückgelegte Strecke VA plus A mal T, weil mein V-Ende ist ja V-Anfang plus AT, also wenn ich hier V-Ende durch V-Anfang plus AT ersetzt, nochmal plus VA, ja, das ist dieses VA, die halbe habe ich, das T habe ich, und wenn wir das jetzt nochmal auseinanderziehen, dann ist die Strecke gleich VA mal T plus ein halb AT Quadrat. Und ich habe das jetzt hier deswegen so zerlegt, weil wahrscheinlich habt ihr aus der Schule noch diese Beziehung, wenn ihr eine beschleunigte Bewegung habt, dann ist die Formel, mit der man die zurückgelegte Strecke ermittelt, S ist gleich ein halb AT Quadrat. Das ist so eine Formel, die sich meistens einprägt. Die ist aber nur dann richtig, wenn unsere Anfangsgeschwindigkeit gleich 0 ist. Das heißt, das ist ein Spezialfall einer beschleunigten Bewegung, die von der Geschwindigkeit 0 Meter pro Sekunde losgehen. Ganz häufig haben wir aber den allgemeinen Fall,
irgendetwas bewegt sich schon mit einer gewissen Geschwindigkeit und wird dann weiter beschleunigt. Und dann muss man berechnen für die zurückgelegte Strecke, wie weit ist es denn zurück oder wie weit ist es geflogen oder hat sich bewegt aufgrund der konstanten Geschwindigkeit. Das ist dieser Anteil v Anfang mal t. Und dann wird es beschleunigt und dann ist die zurückgelegte Strecke ein halb at Quadrat. Das ist deswegen wichtig und tritt auch unglaublich häufig ein. Und ich werde dieses Beispiel in einer der ersten Übungen auch mal vorrechnen, wenn wir geladene Teilchen haben. Ich nehme das jetzt mal ein bisschen voraus, Ionen. Und dann kann man diese Ionen in elektrischen Feldern beschleunigt fliegen lassen. Und das ist das Grundprinzip von einem Gerät, was man in der Chemie und auch in der Biologie sehr häufig verwendet, nämlich ein Massenspektrometer. Weil die Geschwindigkeit, mit der Teilchen, die in einem elektrischen Feld beschleunigt werden, hängt ab von der Masse. Man kann sich vorstellen, je schwerer das Teilchen ist, umso weniger stark wird es beschleunigt in einem gegebenen Feld. Wenn ich also Teilchen mit unterschiedlicher Masse mit konstanter Feldstärke beschleunige, fliegen die Leichten schneller, die Schweren langsamer, die Leichten kommen also früher an. Und indem ich in meinem Detektor immer abfrage, zu welcher Zeit ist das Teilchen gekommen, zu welcher Zeit ist es gekommen, erfahre ich auch darüber, wie schnell sie waren. Und darüber kann ich ausrechnen, wie schwer sie waren. Ja, also das ist dann genau dieser Fall. Die Teilchen kommen schon mit einer gewissen Anfangsgeschwindigkeit an und bewegen sich dann durch die Beschleunigung im elektrischen Feld, das plötzlich eingeschaltet wird, mit großer Geschwindigkeit weiter und auf die Art und Weise kann ich die Massen trennen. Und wir werden dieses Beispiel durchrechnen und werden sehen, dass wir schon mit den wenigen Gleichungen für Geschwindigkeit, für Beschleunigung hinkommen, um tatsächlich mal echte Flugzeiten in so einem Flugzeitmassenspektrometer wirklich ausrechnen zu können. Und das bringt mich schon zum nächsten Thema, weil natürlich müssen die Teilchen, wenn sie beschleunigt werden, einer Kraft ausgesetzt werden. Und das ist in diesem Fall die elektrische Kraft, also die Anziehungskraft. Und wir befassen uns jetzt in dem jetzt noch anstehenden Kapitel, was wir heute gerade noch anfangen können, mit Bewegungen von Massen und den Kräften, die wir brauchen, um diese Bewegungen zu induzieren. Kräfte verursachen Bewegungsänderungen und das Einfachste, was wir betrachten können, ist erstmal natürlich die Gewichtskraft. Die Gewichtskraft ist hier definiert, ich schreibe es auch nochmal an. Die Gewichtskraft ist F ist gleich M mal G, wobei G die Erdbeschleunigung ist, ich hatte die ja vorher schon mal erwähnt, die hat den Zahlenwert 9,81, die Einheit Meter pro Sekunde Quadrat, es handelt sich also um eine Beschleunigung. Ja, M ist die Masse des Körpers und dann wirkt auf diesen Körper die Gewichtskraft M mal G und jetzt vektoriell gesehen nach unten. Ja, Kräfte sind Vektoren, die haben Richtungen und die Gewichtskraft wirkt zum Mittelpunkt der Erde hin. Also jeder Körper, den ich fallen lasse, wird mit der Erdbeschleunigung G in Richtung Erdmittelpunkt hin beschleunigt. Was wir machen müssen ist, zwischen dem Gewicht und der Masse sauber unterscheiden. Dafür habe ich jetzt mal ein Beispiel hier gerechnet. Also wie viel wiegt ein Stein der Masse 4,2 Kilogramm auf der Erde und wie viel wiegt er auf dem Mond? Dazu müssen wir die Gewichtskraft, Gewichtskraft auf der Erde ausrechnen. Und die ist also 4,2 Kilogramm mal der Erdbeschleunigung 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Also haben wir von den Einheiten her Kilogramm, Kilogramm mal Meter pro Sekunde Quadrat.
Und Kilogramm bei Meter pro Sekunde Quadrat hat auch noch als SI-Einheit die Abkürzung N für Newton. Also das entspricht sich hier. Ja, also dieser Stein der Masse 4,2 Kilogramm hat eine Gewichtskraft von 41,2 Newton nach unten. Auf dem Mond haben wir 4,2 Kilogramm mal, und jetzt haben wir nicht mehr die Erdbeschleunigung, sondern die Mondbeschleunigung. Der Mond hat eine geringere Masse, der hat eine geringere Anziehungskraft, und die Erdbeschleunigung, die beträgt nur, jetzt muss ich den Zahlenwert nachschauen, 1,62 Meter pro Sekunde Quadrat. Ja, aber die ist entsprechend kleiner als die Erdbeschleunigung. Wenn ich das jetzt multipliziere, dann komme ich auf 6,8 Newton. Also der Stein hat eine um ungefähr den Faktor 6 kleinere Gewichtskraft auf dem Mond. Aber seine Masse ist dieselbe. Die Masse ist nur gegeben durch die Masse der Elementarteilchen, aus denen sich der Stein zusammensetzt. Ja? Das heißt, der ist aus Protonen, Neutronen, Elektronen aufgebaut, sehr vielen davon. Wenn ich über alle die summiere, jedes dieser Teilchen hat eine Masse, dann ist die Summe dieser Massen, die Gesamtmasse dieses Körpers, diese 4,2 Kilogramm. Und diese 4,2 Kilogramm sind 4,2 Kilogramm auf der Erde oder auf dem Mond. Die Gewichtskraft ist aber unterschiedlich. Die Gewichtskraft ist um den Faktor 6 in etwa kleiner, weil die Anziehungskraft der Erde um den Faktor 6 größer ist. Ja, also die Anziehungskraft auf dem Mond ist um den Faktor 6 kleiner als so. Wir können die Gravitationsbeschleunigung aus der Formel für eine normale Beschleunigung ableiten. Also die Gravitationsbeschleunigung G, die ja einer Beschleunigung A entspricht, die ist gegeben durch 2s, durch G, 2s durch t Quadrat. Und wir erinnern uns, die zurückgelegte Strecke war ja gerade ein halb at Quadrat. Ja? Also das jetzt nach a aufgelöst und berücksichtigt das a und g, also die Beschleunigung, die Erdbeschleunigung dasselbe sind, können wir uns das herleiten. Ja? Und in diesem Fall, dass die Beschleunigung jetzt sozusagen durch die nach unten gerichtete Gewichtskraft hervorgerufen wird, würden wir dieses t jetzt einfach als Fallzeit berechnen, bezeichnen. Das ist also die Zeit, die es braucht, um hier nach unten zu fallen. So. Okay, jetzt habe ich meine Uhr im Moment noch nicht laufen. Hast du so ungefähr im Blick, wie lange wir noch haben? Ja, noch 3 Minuten. Noch 3 Minuten. Okay, bei 3 Minuten lohnt es sich nicht mehr, die Reibungskraft in Flüssigkeiten anzufangen. Aber wir machen jetzt in dieser Reihe einfach weiter. Wir betrachten verschiedene Kräfte und schauen, wie diese Kräfte auf Körper wirken. Diese Kräfte führen immer zu einer Änderung des Bewegungszustandes. Das führt zu einer beschleunigten Bewegung. Und im Falle der Reibung ist es dann keine beschleunigte, sondern eine abbremsende Bewegung. Ja, das ist sozusagen der Bewegung entgegengerichtet. Hier ist es in derselben Richtung. Und vielleicht noch zur Erinnerung, dieses F, weil hier in der Tafel kann ich ja nicht fett malen, ist ein Vektor. Okay, damit sind wir heute mit der Vorlesung am Ende. Und wir machen jetzt wieder die Viertelstunde Pause. Und dann beginnt die WebEx-Konferenz. Ich denke, es wird eine ganze Menge Fragen von eurer Seite geben. Heute machen wir die deswegen dann mal eine Dreiviertelstunde. Und ab nächste Woche ist es so, dass wir die Rechenübungen machen, eine halbe Stunde, und dann die letzte Viertelstunde noch Fragen, Herr Webex. Gut, dann verabschiede ich mich bis nächste Woche, und erstmal bis später, und wir sehen uns gleich.